So, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Aufnahme oder zu einer neuen Folge, besser gesagt, von Red Dead Redemption hier bei Phalanx Streams. Und schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Und ja, wie ihr vielleicht so ein bisschen erkennt an meinem Outfit, an meinem anderen und dass wir im Hauptmenü sind, ist heute wieder ein neuer Aufnahmetag. Das heißt, für euch neue Folge, für mich komplett neuer Tag. Und wir gehen direkt rein und laden uns mal in die Story. Ich weiß jetzt so ad hoc gar nicht, was wir beim letzten Mal so gemacht haben. Da muss ich mich jetzt nochmal reingucken. Ich weiß, dass wir Krokodile gejagt haben. Ich weiß, dass wir Beth gemacht haben. Aber wo jetzt gerade unser Auftrag ist, das habe ich nicht mehr im Kopf. Aber das finden wir raus. Wo habe ich jetzt hier auch? Ja, habe ich. Timer ist, läuft auch. Alles vorbei. Ich habe zu trinken hier. Kann losgehen. Ja. Ich habe in der letzten Zeit tatsächlich ein paar Kommentare hier auf die Videos bekommen und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Also immer weitermachen. Ich war sehr erstaunt, dass Leute zugucken. So, hier sieht es aus. Lagerkasse. Vorräte sind, geht so, aber Lagerkasse sieht ganz gut aus. Stimmt, wir haben hier Geld reingeschmissen. Ne? Wir haben einen Bock geschossen und so. So. Wo ist denn hier... So, hier. Also Munition fehlt. Könnte man was spenden. Kann man Munition spenden? Bestimmt, ne? Aber nicht so. Wertgegenstände, Dokumente, Pferd. Oh, guck mal da. Okay, na gut. Wir werden jetzt erstmal schlafen selber. Dass wieder Tag wird. Und dann werden wir uns nochmal einen neuen Job suchen. Was wir so machen können. Gibt bestimmt irgendwas zu jagen. Vielleicht auch wieder ein Kopfgeld. Schlaf mit E. Die Nacht schlafen. 3 Stunden. Dann werden wir eine Kleinigkeit essen, dass wir wieder gestärkt sind. Und dann geht's los. Oh, ich muss mal hier das Spiel ein bisschen lauter machen bei mir. Oh, voll schön. So, da wird Mundharmonika gespielt. Rasieren brauchen wir noch nicht. Sieht noch gut aus. Der Arthur sieht noch gut aus. Ich bin heute wieder todmüde. Ist irgendwie immer, wenn ich hier mir aufnehme, wenn ich mir vornehme, abends aufzunehmen, dann bin ich richtig platt. Wie geil er das dann einfach ankippt, wenn man es gedrückt hält. Für die, die keine Zeit haben. Okay, hier gibt es haufenweise Briefe. Warum liegen jetzt hier so viele Briefe? Na, vielleicht müssen wir das mal machen, damit wir neue Missionen kriegen. Wir schauen mal. So. Vergrößern. Lesen. Hiermit wird die unehrenhafte Entlassung von Marion Williams aus dem Militärdienst der Vereinigten Staaten wegen versuchten Mordes und Ungehorsamkeit bescheinigt. Datiert auf den 27. Tag im Dezember 1892. Diensthabender Offizier Colonel Harold T. Irwin, 15. Infanterie. So, wer ist Marion Williams? Wer war das? Hab ich vergessen. Bills unehrenhafte Entlassung. Bill. Aha. Weglegen. Auf F. So, dann haben wir hier drüben. Was haben wir hier drüben? Die Zeitung oder was? Nee. Ja, nee, das haben wir doch schon. Leg das weg. Leg das sofort weg. Das kennen wir schon. So, was ist das hier? Ist auch ein kleines Liebesbriefchen. Untersuchen. Lesen. 12. Januar 1894. Mein lieber Leonard. Entschuldigung. Der Leo. 3 Tage ist es erst her, dass du und deine Mutter so pflichtbewusst am Gleis stehen geblieben seid, bis mein Zug außer Sicht war. Und doch habe ich schon das Bedürfnis, euch zu schreiben. Wie stattlich du aussahst. Du musst dich in Enthaltsamkeit üben und zwar früh. Es gibt 2 Themen, über die ein Mann, der wie ich erzogen wurde, leichter schreiben als sprechen kann.
selbst mit seinem eigenen Sohn. Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. In gewisser Weise hoffe ich, dass du es nicht verstehst. Dass hier ein solches Thema. Nee, das hier ist ein solches Thema. Ich weiß, dass ich dir manchmal. Man, nee, ach, oh, Leute. Sorry. Also, in gewisser Weise hoffe ich, dass du es nicht verstehst. Das hier ist ein solches Thema. Ich weiß, dass ich dir manches Mal mehr Lehrer als Vater war. Aber bitte denke wegen meiner ganzen Ansprache über deine Zukunft als Anwalt nicht, dass ich in dir eher einen Schüler als einen Sohn sehe. Wenn wir uns nächsten Sonntag wiedersehen, werde ich wohl wieder angespannter sein. Aber diese kurzfristige Distanz gibt mir die Freiheit, dir zu sagen, dass du schon mehr wieder gut gemacht hast, als du denkst. Oder als du überhaupt wissen kannst oder als man dir zumuten sollte. Ich erwarte, dass du im Vorgarten Schnee geschippt hast. Ich weiß, dass es dich langweilt, aber du musst dich auch an nützlichen Arbeiten gewöhnen. Seien sie auch noch so lästig. Und wie immer, lies deiner Mutter diesen Brief laut vor und wo ich nicht geschrieben habe, sage nicht nicht. Dein dich liebender Vater. Gut. Brief von Lennys Vater. Aha. Gut. Ist aber auch sehr freundlich. I'm sleeping, Arthur. Ja, ist ja gut. Kannst du doch. Mach doch. Ich bin ja nur hier und lese deine Briefe. Nehmen. Was können wir denn da nehmen? Oh, hallo, hol. Ablegen wollen wir den. Ach, geil. Hier, das ist auch so ein Briefchen. Hier, untersuche. Genau. Was haben wir denn hier? Adolf Wilson Mysteries. Nee, komm, oder? Der Fall des betrügerischen Deutschen. Okay, zurücklegen. Da, auf sowas habe ich jetzt keinen Bock. So Riesentext hier, das muss jetzt nicht sein. Läuft gerade nicht so gut mit dem Lesen hier. So, aber ich habe doch eigentlich die Nacht durchgeschlafen. Laufmasche ist auch noch am Start. Die kann man doch bestimmt mal, den kann man doch hier mal ein bisschen so striegen. Nee, füttern, genau. So. Sehr gut, mal so eine kleine Beziehung aufbauen. So, striegeln. Das machen wir noch. Ja. Gutes Pferd. Streiche. Kriegen wir auch noch hin. Airboy, yeah. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wo wir noch hin können hier. Ist ein bisschen mau, ne? Irgendwie. Also man, was immer geht, ist ja Valentine und dann zum Sheriff. Oder aber ich würde das hier gerne jetzt mal wagen. Wir versuchen das mal. Müssen wir uns halt ein bisschen schleichen. Also anschleichen, meine ich jetzt. Okay, boy. Eigentlich ganz gut drauf. Wir reiten mal hier so durch. Na komm, nee. Oh nein. Oh, steck jetzt auf, du Hirni, Alter. Steck's jetzt auf. Ich klopp dich gleich. Na los. Das war ein Rennpferd. Direkt immer, geht direkt immer die Ausdauer runter, wenn man mal so ein bisschen dem die Sporen gibt. Yeah.
So. Ah, so. Hey, Mister, help me. Was? How about we skip the small talk, eh? Wer bist du? Junge, du stirbst auf jeden Fall. Nice try. Du spinnst ja wohl. Was hat denn der hier rum? Abgegriffener Kittel mit Revolver. Okay, brauchen wir nicht. Hammer. Du hast da wohl den Knall nicht gehört, du Vogel. So, den schmeißen wir jetzt hier noch schön in den Wald, damit keiner rumnervt und mich noch irgendwas bezichtigt. Ach, da vorne kommt ein Angriff. Schmeißen wir hier so hin. Der hat doch wohl den Schuss nicht gehört. Aber irgendwie fand ich, hat man das schon so gemerkt, dass der einen überfallen will. So als er dann so um das Pferd, zum Pferd kam und so und irgendwie so ganz komisch. Aber gut, hat er mit dem Leben bezahlt. Er hat den Preis bezahlt. Das ist der Weg. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, ich möchte dann eigentlich hier so irgendwie schön am Wasser lang. Vielleicht sneaky sneaky dann doch lieber, weil beim letzten Mal wurde ich ganz schön oft gesehen. Das will ich eigentlich vermeiden wieder. Ich gucke mir das mal an. Hier muss doch irgendwo schon das Wasser sein. Da kommt man doch bestimmt auch irgendwie rüber, oder? Da kann ich mir nicht vorstellen, dass der Wald, dass der Fluss so krass ist, dass man da nicht rumkommt. Wo sind wir jetzt? Wie sind wir jetzt geritten? Achso, guck mal, da ist auch noch was. Aber guck mal, es geht noch weiter zum Fluss. Da ist er doch. Hier. Okay, wie ist das hier? Mal vorsichtig probieren, wie tief das hier ist. Okay, hier geht's nicht. Da geht's richtig runter auf einmal. Habt ihr gesehen? Ist das irgendwo angezeichnet, wo man drüber kommt? Ah, guck mal hier. Aber hier scheinbar nicht mehr. Na gut, dann macht es ja eigentlich nur Sinn hier, ne? Oder können wir schwimmen vielleicht als AFA? Das Pferd kann ja theoretisch hier bleiben, ne? Ich hätte auch treten können, fällt mir gerade so auf, als der Typ gerade... als der Typ gerade mucken wollte. Aber hier kommt doch das Pferd rüber. Schafft das? Schafft das Pferd das?
Das wäre natürlich Traum, ne? Guck mal, das ist noch eine Sandbank. Dann geht's jetzt gleich nochmal kurz runter. Obwohl, da schon gar nicht mehr. Ja, tipptopp. Let's go, boy. Großartig, dann können wir jetzt hier am Wasser längs reiten. Hier bis hier ungefähr. Und dann hoffe ich, dass wir da hochkommen. Oder von Schlange oder irgendwas? So. Und hier machen wir jetzt zu Fuß. Gut aus, ja? Diesmal haben wir das im Griff, tatsächlich. Guck mal, da ist ein Pferd. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Just keep your eyes open. I am. Könnte man sich hier nochmal hinschmeißen? Brauchen wir nicht. Macht automatisch. Hey. Where is that little Irish pest? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater, see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters. Pictures of Dutch, Zaya. Oh, we got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or... Cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess... we need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. Klingt nach einer fetten Schießerei gleich. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure. Well, we'll rescue Sean and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Okay, boy. So, und da müssen wir jetzt mal tatsächlich uns wieder Waffen hier klar machen. Ach Quatsch, hier komm. Sag mal. So, da. Da. Das sieht alles gut aus. Jetzt hauen wir uns noch mal ein bisschen was zu. Bisschen Zeug rein. Krautabak. Macht müde aber. Stellt dein Dead Eye komplett wieder her und verstärkt es ein wenig. Fügt dem Kern deines Dead Eyes ein wenig Schaden zu. Ne, das wollen wir nicht. Oder? So. Schauen wir mal, ob das hier was bringt. Na komm. Gut. Okay. Ich finde das Boot. Follow me. Let's see if we can track down this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. Besser wäre, wenn wir wieder hier runtergehen, ja? Yes.
south of the river West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. It's definitely as bad as we feared in there, Arthur. I keep hearing about this woman, Heidi McCourt. Some young mother, they're saying, Dutch murdered on the boat. So, da oben gehen wir jetzt mal auf die Klippe gucken, da scheint was zu sein. I wasn't there. Bad day. And no money, yet, it seems. I hope you know where that is, at least. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. Oh, sieht gut aus, ne? Keep your guns away until we know Sean, okay? I know what you two are like. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Let's go! Stay with them! You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute. Pick up the pace a bit. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Ist wohl nicht gewollt, dass ihr mein eigenes Ding macht. Hey, they've pulled into shore. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with here. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Okay, wir folgen dir. Watch it! Quietly, if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Crouch down out of sight. Take out your knife. Stay here. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Gentlemen, excuse me, dear brothers, my wife is taken ill, gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. She's taken a turn. Where is she? A terrible turn.
I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Ein bisschen Ninja-mäßig hier. Mister. I can't. I'm having a fit. Idioten. Come on, let's get up there. Come on. We need to get past this. Hat das jetzt geklappt oder nicht? Oh, scheinbar hat's geklappt. Oh, da oben ist noch einer. Jetzt nicht mehr? Wie in so einer Wildwestschau irgendwo im Warner Bros. New World oder so. Ja, alles zum Reiten. Okay. Haben wir ein bisschen aufgeräumt. Jawohl, Junge. Von der Schnipper hier bin ich. Krass, Alter. Was für ein Aiming. Two more, look out! Here's Charles. All good? Wouldn't go that far. The camp's up this way. Come on. I'll take the left side, Charles. You go right, okay? Hier, you go around, hat er gesagt. I take the left side. Gehen wir mal rüber. Aber ich glaube, ich die falsche schon wieder. Falsche Flinte. Okay, das wird nichts. Bewegung! Hinter den Stapel hier schnell! Ja, sehr gut. Oh! Da ist noch einer. Oder eine mitgegeben hier. Rette Sean. Wo ist Sean? So, vor allen Dingen. Come on, let's get Sean and get out of here. Where are you? Help me out here. Are you going to get me down from here? Nö. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do I get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that,
I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine y'all missed me a lot. But fear not, the joy is back in your lives now. So, was wir an der Stelle machen, ist erstmal eine Folge beenden. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.